Hallo ihr Lieben, ne? Hallo. Das ist Lukas und Erik, mit denen arbeite ich schon ein paar Jahre zusammen. Die haben mir quasi auf die Beine geholfen von Anfang an. Die nehmen hier jede Woche von mir mehrere Kilo Schwein ab und auch Geflügel und Rind und auch mal Kartoffeln und Gemüse, wenn was übrig ist oder ein bisschen mehr produziert ist. So, und aufgrund unserer Freundin Corinna ist jetzt das Problem, dass wir hier, Entschuldigung, Corinna nehme ich nochmal zurück. Haben wir jetzt das Problem, dass die Jungs auch weitermachen müssen und wollen. Und wir hatten jetzt die glorreiche Idee, dass wir jetzt ein paar Sachen von Peters Landwirtschaft verarbeiten. Ja, und jetzt hat Lukas schon mal vorbereitet. Genau, angefangen haben wir jetzt schon mit einem Würzfleisch vom Lömer Schwein. Ist quasi das klassische Ragu mit Champignons und mit Spargel. Da haben wir schon die ersten Gläser fertig gemacht. Das geben wir jetzt dem Hans mit. Die sind dann zu verkaufen. Und hier haben wir ein ganz tolles, leckeres Rinderragu mit Wurzelgemüsen, mit Kräuterseitlingen und mit Süßkartoffeln. Ist quasi ein fertiges, komplettes Gericht, was man dann auch über den Hans erwerben kann. Und dann, über die Marktschwärmer, ne? Ab nächster Woche. Ab nächster Woche. Und ab nächster Woche gibt es dann weiter auch noch ein paar andere Sachen, oder? Genau, da haben wir natürlich wieder schöne Lieferungen bekommen heute. Frisches Hackfleisch von Hans. Da werden wir aus einem Teil auf jeden Fall Buletten machen. Ganz klassisch nach unserer Hausmacherart. Und dann natürlich, um die Variabilität und ein bisschen das Angebot zu erweitern, haben wir selbstverständlich auch Lauch und wunderbare Kartoffeln bekommen. Aus denen wir dann eine schöne Kartoffellauchsuppe mit Hackfleisch machen. Genau. Und das Schwein hat gestern neu gelegt, ja? Also very fresh. Den Porri hat Omi heute Morgen neu geputzt. Und das Unglaubliche jetzt sind wir auch gleich fertig. Die Kartoffeln haben wir letzte Woche aus der Erde geholt, ja? Die haben den Winter überlebt. Alles klar. Macht's gut. Ciao. Und unterstützt uns. Bis dann. Bleibt gesund.